3. Oh. Wow! Das ist krass. Skinny girls, fat girls, dick girls too. Rich chicks, poor chicks, oh. They can't forget about my niggas. Shots for everybody. So, servus Leute, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Vlog. Diesmal, ihr seht schon, wir starten jetzt hier gerade beim Fotos machen. Wieder mal Fotos. Wir müssen ein bisschen vorproduzieren für den Winter. Mit dabei immer noch Raptik und diesmal auch Radio und fällt mir noch Biker Munich ein. Ne, Nordiex, genau. Sind mit am Start, richtig geil. Wir machen nachher auf jeden Fall nochmal Bilder nur mit den Gixern. Wir haben uns gedacht, oh, meine Hand, es kommt ein Auto. Aber wir sind ja diesmal, wir haben uns extra eine Strecke rausgesucht, wo quasi, wo es sehr übersichtlich ist, dass wir das immer schauen können, was hier abgeht. Genau, wir machen jetzt auf jeden Fall nochmal ein paar richtig geile Bilder in den letzten Tagen. Heute ist auf jeden Fall definitiv etwas kälter. Wir werden dann auch nochmal ein bisschen fahren. Reifenkiller macht hier ein paar Fotos. Der hat es von gestern Abend nicht mehr geschafft, hat keine Motivation mehr. Macht heute nur Fotos. Und wir sind jetzt wild am Bilder machen. Richtig cool. Nordiax hat da eine, so eine Folie drauf, so eine, wie nennt man das? Flipflop, genau. So eine Flipflop-Folie, Flipflop-Lackierung. Cool, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr von so Flipflop-Lack hält. Ihr kennt es ja eher noch von früher, da hatten es eigentlich ganz viele. Und jetzt habe ich es bei ein paar wieder gesehen, gerade im Motorradbereich, die jetzt wieder so Flipflop-Lackierung haben. Radio hat sich ganz geile Felgen pulvern lassen. Schaut ziemlich cool aus. Hier lila und gold. Ich bin auch noch echt am überlegen. Ich musste ja nach dem Sturz wieder andere Felgen drauf machen, also wieder Originale. Und könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, welche Farbe ihr meint, welche am besten passt. Ich war jetzt wieder am überlegen, weiß, und mein Favorit wäre jetzt fast sogar, wenn ich, also in Zusammenhang mit der neuen Lackierung, die neue Lackierung wird nämlich auch irgendwann mal kommen, ich denke aber erst Anfang nächsten Jahres, könnte ich mir auch Gold wieder vorstellen. Also wenn ich dann mehr Weißanteil drin habe, dass ich goldene Felgen nehme mit, ja, Lackierung, muss ich mir dann einfach noch überlegen. Aber auf jeden Fall mehr Weißanteil und ein bisschen mehr Schwarz. Weil ich glaube, jetzt hätte ich einfach zu krass gebissen Gold und Rot. Deswegen habe ich da ganz am Anfang Weiß genommen. Genau, schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr denkt, welche Farbe am besten passen würde. Würde mich echt mal interessieren. So. Shooting immer noch im vollen Gange. Ich glaube, das mit dem Fahren wird nichts mehr. Wir haben uns jetzt ziemlich spontan getroffen. Wir schaffen auf jeden Fall wahrscheinlich nicht mehr zusammen zu fahren. Das müssen wir einfach das nächste Mal verschieben. Uns war es jetzt im ersten Moment auf jeden Fall wichtig, dass wir coole Bilder haben. So, richtig geile Idee. Wir schmeißen hier mal Rauch in die Rauch. Wir schreiben mal Laub zwischen. Laub zwischen Kamera und Objekt. Ich bin gespannt. Ich blende euch gleich ein. Ihr hättet eher dastehen müssen. Okay, das Foto war noch nichts. Hopp, noch einmal. Ich finde die Idee saugeil. Aber ihr müsst schauen, dass ihr so werft, dass natürlich kein Laubblatt vor meinem Gesicht ist. Okay. So, Versuch Nummer 2. Jetzt geht's so hoch. 2, 3. Wow, das ist krass. Cool. War geil? Ja, geil. Das ist echt ganz cool. Jawohl, schau mal. Es ist Herbst. Ja. Ich denke, wir beenden hier auch den Vlog. Nochmal hier alle winken für euch, für die Kamera, für YouTube. War ziemlich kurz und war mal ganz was anderes. Ich dachte eigentlich, wir fahren ein bisschen mehr. Aber dadurch, dass jetzt einfach schon Herbst ist und um 6 die Sonne untergeht, und jetzt ist glaube ich ungefähr 6, konnten wir nicht viel machen außer Fotos.
Schreibt einfach mal in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat. War ein bisschen anders. Bis dahin. Peace.